Nee, hier ist es quasi wirklich nur noch aufräumen. Türme weg. Türme sind halt wirklich die ätzendsten. Na, und wenn ich jetzt nicht auf die Türme gegangen wäre, oder, nein, wenn ich auf die Türme gegangen wäre, dann wäre ich dann nebenbei von der Nekropole quasi die ganze Zeit beschossen. Nee. Wenn du halt wirklich nur so Infanterieeinheiten hast, ist das halt mehr, ne? Ist halt so. Das ist ja, da hätten wir auch noch Trolle, die können wir noch bezwingen. Wenn es unbedingt sein muss, aber muss ja nicht. So, du bist fertig. Ab ins Holz. So, ob wir jetzt noch großartig das benutzen, ist so eine andere Geschichte. Sag das Zauberwort. Arthas, heil mal. Wo ist er? Da. Der gerade ja, so mit dem Tod davongekommen ist. Ja. So. Ist auf jeden Fall nie verkehrt, Zwerge im Team zu haben, wenn man denn unbedingt muss. Ich stehe für das Licht. So. Dann mal schauen. Ich krieg da schon noch hin. Ist jemand verletzt? Nimm mal den Priester da raus. Pack mal lieber ihn hier rein. Haben wir hier Team 2. Team 2 schafft das schon. Und hier das kleinere Team 1. So. Team 2 geht voran. Team 2 hat die ganze Belagerungsgedöns. Ich stehe für das Licht. Und dann wird das jetzt was. Hoffe ich, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Mein Eins- und Dampfpanzer kann schon viel bewirken, was halt die Belagerung angeht. Man muss ihn halt nur so ein bisschen beschützen. Was siehst du da? Da wäre der Priester gewesen. Ich bin euer Diener. Hätte, wäre, wenn und so. Na ja, komm. Machen mal das, Licht das hier. Den dazu. Neu gruppieren. So, und dann dahin. Dann schaffen wir das. Aha. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So. Ja. So. Ihr geht mal bitte da drauf. Und ihr macht mal das hier. Damit es wegkommt. So. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Was geht ab? Ja, was geht ab, du? Das frage ich mich täglich. Da kommt der Held! Der Held! Der gegnerische! Der muss weg. Natürlich. Scheiße, Untote. Der spielt schon Untote, also wirklich. Ja, Untote können doch nix. Ein solider Plan. Sagte der, der immer seine Kacknoob-Frost-Taktik benutzt. So, warte. Hier, heil mal den Priester. Ich bin bereit und warte. Ich stehe für das so. Licht. Und jetzt haben wir wirklich gewonnen. Jetzt ist wirklich nur noch aufräumen. Machen wir hier Geister der Untoten weg. Also hier den Tempel hier. Und dann hier das nervige Ding. Das hier ist halt, damit kein Held mehr rauskommt. Das hier ist für die dämlichen Totenbeschwörer. Und hier kommen die Flickwerke raus. Und hier Kleinkram. Wo auch gerade noch was entwickelt wird, wenn... Nee, glaube nicht. Ich glaube, dann wird hier das Tor leuchten. So. Also, GG. Easy. Gar kein Problem. So. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ihr macht das schön hier. Ihr macht einen guten Job. Ja, und da ist Muradin, ne? Tapfer wie er ist. Hier, komm. Geben wir doch nochmal hier Berserker-Modus. Machst ein bisschen mehr Schaden. Ich weiß gar nicht, ist das für mehr Schaden? Hält halt überwiegend mehr Leben, mehr Verteidigung. Okay, also das macht ihn nicht wirklich stärker im Sinne von mehr Angriffskraft.
Und okay. Ich stehe für das Licht. So. Damit sollte Morgane-Stützpunkt jetzt auch beseitigt worden sein. Yay! Hauptquest erledigt! Yay! Nun dann, Muradin. Was treibt ihr denn eigentlich hier oben? Mein Freund, in dieser Gletscherwüste liegt irgendwo ein uraltes Portal verborgen. Es soll den Reisenden in ein geheimes Gewölbe bringen, wo eine Runenklinge namens Frostmourne wartet. Wir kamen her, um Frostmourne zu holen. Aber je näher wir dem Portal kamen, desto mehr Untoten begegneten wir. Prinz Arthas, wir haben keine Spur von Mal'Ganis gefunden. Einerlei. Er kann sich nicht ewig verstecken. Captain, ich wünsche, dass ihr hier unser Hauptquartier aufschlagt. Ja, Milord. Okay. Einerlei ist auch so eine schöne Wortgewandtheit. Nutzt heute keiner mehr. Kapitel 8, Unstimmigkeit. Früh am nächsten Morgen in Arthas neuem Stützpunkt. Vergebt mir, Botschafter, aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uther hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten. Wir bahnen uns den Weg durch den Wald, Männer. Captain, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Milord, euer Vater ließ die Truppen auf Geheiß von Lord Uther abziehen. Uther hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger kann ich Mal'Ganis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, Freund? Bis auf die Balken verbrannt. Niemand kehrt heim, bis unsere Arbeit hier getan ist. Ja, ein bisschen Wahnsinn steckt da ja schon in ihm. Aber hey, ne, was muss, das muss. So, wir haben 25 Minuten dafür Zeit, das ist mehr als ausreichend. Durch die Untoten zu kämpfen. Ja. Ich bin hier oben durch einige Söldnerlager gekommen. Vielleicht können wir ein paar Söldner anheuern. Ja, werden wir auch noch gleich finden alles. Alles gar kein Problem. Bitte nicht auf die Mörser-Typen hier, ne? Die haben wohl nichts getan. Na komm. Kann ich die eigentlich heilen? Ja. Ja, okay. Ein solider Plan. Ist ja keine mechanische Einheit, stimmt. Ja. Okay. Ein solider Plan. Immer auf die Untoten. Vater, den König. Hallo. So. Verbeugung ist nicht nötig. Für meinen Vater, den König. Das wird schon irgendwie. Muradin, hol dir mal einen Mana-Trank hier. Man weiß ja nie. Natürlich. So. Ein solider Plan. Ich stehe für das Licht. Geht doch. Was will man mehr? Warum leuchtest du eigentlich? Ach, da ist Verkrüppeln drauf. Okay. Gut. Ist nicht nötig. Ja. So, und jetzt müssen wir halt unterwegs halt noch Truppen finden und sag schon. Hier. Söldner Rekrutierungslager, die finden wir aber alle noch. Siehst du, da ist nämlich sowas, ein Söldnerlager. Söldner erneuert. Was nehmen wir denn? Ogerkrieger sind nicht verkehrt. Eistrolle auch nicht verkehrt. Oh, wir nehmen einfach mal die Ogerkrieger. Ne, wird schon irgendwie. So, mehr haben wir jetzt derzeit nicht. Das Licht ist meine Stärke. So. Natürlich. Und jetzt mit einem großen Trupp von wirklichen Söldnern einfach mal hier irgendwie rein. Das wird schon. Ist auch niemand stehen geblieben, das ist schön. Gehen wir kämpfen.
Hier bitte gleich auf das Ding. Ja, okay. Habe ich nicht aufgepasst. Das ist schön. So. Dann heil mal hier. Ab auf das Gebäude hier. Also den einen Ogre hätte ich locker retten können. Wenn ich denn schnell genug reagiert hätte. Aber, ne? Habe ich nicht. Warum? Weil wegen Isu. Ein solider Plan. So, gehen wir mal da drauf. Natürlich. Ach ja, die haben jetzt auch wieder irgendwelche tollen Distanzangriffe. Warte mal. Ein solider Plan. Naja, die haben die. Möchte gern Heilung. Wir gucken uns das gleich nochmal hier etwas genauer an. Na, also die hier können quasi die ganze Zeit die Leute heilen. Bisschen wie die anderen Priester. Die haben halt ganz normale Distanzangriffe hier, ne? Ja. Glaube schon. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Okay. Das Licht ist meine Stärke. Was ist denn da gedroppt? Ein Ring der Regeneration. Was geht ab? Ja, Trefferpunkt Regeneration des Helden um 2 Trefferpunkte pro Sekunde. Das ist okay. Mach die noch tankiger. Ein solider Plan. So, hier haben wir das erste Schiff. Das muss fallen. Sehr gut. So. Aber es sind immer noch Schiffe übrig. Deswegen gehen wir auch dahin. Keine Panik auf der Titanic, das kriegen wir schon hin. Ein solider Plan. Da haben wir herumlaufendes Gold. Nehmen wir mit. Falls wir zwischendurch nochmal so ein Söldnerlager finden und so. Für meinen Vater, den König. Haben wir nicht haben, ne? Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ein Heiltrank. Muradin hat ihn mitgenommen. Er heimt sich alles ein. Muss er auch. So. Natürlich. Für die Ehre. So, hier ein nerubisches Lager. Von den kleinen Spinnen. Das ist halt Neruba. Ich glaube, hier aus dem Gebäude kommen die meistens immer raus. Haben wir eine Königin. Halleluja. Vater, den König. Das sind aber eigentlich auch untote Einheiten. Aber okay. Ein solider Plan. Ich lasse das mal so dahingestellt. Oh oh. Ah, oh, ich hab da hingeklickt. Aber oh, ich war zu langsam. Ja. Elender Kerl. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Für die Ehre. So, mach mal alles kaputt hier. Natürlich. Mach kaputt! So. Ein solider mach kaputt! So, und da haben wir schon das zweite Schiff. Für meinen Vater, den König! Naja, irgendwie nicht so für den Vater des Königs, ne? Natürlich. So, hier hätten wir noch ein weiteres Söldnerlager. Gucken wir mal, was können wir denn da anheuern? Ogre Magier. Ja, klingt gut. Zeit zum Klappen. Mehr kann ich eh nicht in meinem Trupp hier mit mir rumführen. Deswegen ist das schon so okay. Murlocs, Murlocs! Jetzt gibt's keine Rettung mehr. So. Ein solider Plan. Natürlich. Klappt doch. Ja. Klappt doch eigentlich für ganz gut. Vater, den König. So. Boah, kommen jetzt auch viele an. Hallo. Mach mal hier. So was. Ja, das Inventar ist immer voll. Immer. So, hier nehmen wir jetzt mal mit. So, was macht das denn? Bannerregenerationsrate kurzzeitig erhöhen. Okay. Okay. Ah, nee, es erhöht es grundsätzlich, aber 300 Maler, wenn es verzehrt wird. Alles klar. Gut, dann. Schauen wir doch mal, was könnte ich denn skillen? Ach ja, mein Gott, das Schild. Damit es noch länger hält. Ein solider Plan. Würde das in WoW? So lange halten wir hier. Halleluja. Aber inzwischen hält das in WoW 4 Sekunden. Was okay ist. Ja, aber würde das wir hier dann irgendwann hier 45 Sekunden halten? Halleluja. Paladine würden jedes. PvP-Feld rocken. Natürlich. Ist so. Für die Ehre. So, noch ein Goblin-Labor. Hallo! Randalierer. Achso, das ist für die Bäume hier. Ah, okay.
Ich stehe für aber brauche ich gar nicht unbedingt, das Licht ist meine weil Stärke. Wir haben noch unsere Mörsertypen dabei. Ein solider Plan. Und wenn ich mich nicht irre, können die doch auch Zeig hier sein Ziel. Ne? Boden angreifen, hier. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Ne? Siehst du? Muss gehen. Ich auch. Man kann auch die Randaliere da reinschicken und dann machen sie das alles kaputt. Das ist ein bisschen wie die, ich glaube, wo kurz heißen sie, Demolierer oder sowas. Irgendwie sowas. So. Ja, also, Randaliere bräuchte ich jetzt nicht wirklich. So, es wird reichen. Ein solider Plan. Okay.